Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Heute geht es mal um ein persönliches Statement, und zwar ein persönliches Statement zu dem Missbrauch von Google-Bewertungen. Als Dienstleister sind diese Bewertungen sehr wertvoll, und natürlich ist es auch so, ich kann an der Kritik lernen. Ich kann an der Kritik, durch die Kritik, durch konstruktive Kritik wachsen. Was mich allerdings regelmäßig zur Weißglut bringt, das hört ihr jetzt mal in einem längeren Statement. Ja, wir haben in unserem Studio Regeln, ich habe es aufschreiben müssen. Ja? Und jede Person, die bei uns ins Studio kommt, sollte sich an diese Regeln halten. Die Regeln sind nicht willkürlich aufgestellt, sondern sie haben Gründe. Glasflaschen zum Beispiel dürfen nicht im Studio, im Trainingsbereich drin sein, weil sie zerbrechen können. Wenn wir die Glasscherben auf dem Boden haben, dann ist es fast wie ein Super-GAU, weil wir die Glasscherben nicht mehr sehen und wir sind immer barfuß im Studio. Deswegen keine Glasflaschen. Auch die richtige Kleidung ist eine Grundvoraussetzung. Wir möchten, dass gesundheitsorientiert trainiert wird. Wenn es kühl ist, Herbst, Frühling, Winter, ist es wichtig, dass der Körper langsam erwärmt wird. Deswegen zum Warm-up lange Kleidung und später, respektive an der Pole, die passenden Höschen. Nein, ich möchte in meinem Studio keine String-Tangas haben und nein, eine Radlerhose bedeckt die Stellen, wo man sich halten muss an der Pole, ist also auch nicht richtig. Das zum Thema der Kleidung. Schmuck. Schmuck kann eine Verletzungsgefahr darstellen und wenn sich die teilnehmende Person nicht selbst verletzt, so verkratzt es und zerstört unter Umständen die Oberfläche der Trainingsgeräte. Deswegen muss der Schmuck abgenommen werden. Die richtige Ausführung der verschiedenen Moves, der verschiedenen Tricks dient der Unfallprophylaxe, sodass ich eben nicht sage, ja, weißt du was, spring einfach in den Spagat, reiß die Beine auseinander, wenn du Glück hast, hast du einen Spagat, wenn du Pech hast, sind halt alle Sehnen und Bänder gerissen, aber mach einfach mal, Hauptsache du hast irgendeinen Erfolg. So arbeiten wir nicht. Es ist ein bisschen wie im Straßenverkehr. An einem Stoppschild muss ich halten, Motorradfahren darf ich nur mit Helm. Es gibt dafür Gründe und ich habe mich daran zu halten. Oder auch, wenn ich in den Schwimmkurs gehe. Wenn ich in den Schwimmkurs gehe und ich bin der Meinung, ich würde ganz gern den Baumwoll-Jogginganzug anhaben und ich kann noch nicht schwimmen, dann wird mir wahrscheinlich der Schwimmtrainer, die Schwimmtrainerin sagen, du pass auf, das ist die ungeeignete Kleidung, du begibst dich mit der Kleidung in Gefahr, ziehe richtige Kleidung an. Da ist es irgendwie nachvollziehbar. All diese Punkte, die für uns wichtig sind, werden im Vorfeld kommuniziert und die bekommt die teilnehmende Person im Vorfeld mit, schriftlich, mehrfach, bei der Anmeldung, mit der Erklärung, warum das so ist, worauf sie zu achten hat. Trotzdem, und es ist circa, würde ich mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte der Personen, ist es so, dass die Personen die Bestätigungsmail nicht durchlesen, Sachen vergessen, sich nicht dran halten, nicht verstehen, dass diese Regeln für alle gelten und dementsprechend unvorbereitet dann eben im Studio sind. Das heißt, sie haben die falschen Klamotten an, sie haben zum Warm-up keine langen Klamotten, sie weigern sich, ihren Schmuck runterzutun, sie haben eine Glasflasche zum Trinken dabei, etc. pp. Also ziemlich viel von dem, wo ich sage, ist jetzt ein bisschen blöd für mich. Was tue ich? Ja, man sieht es wahrscheinlich jetzt auch in diesem Video. Ich habe meine Mimik nicht immer ganz im Griff. Aber ich weise die Personen darauf hin, sage, du, ich gebe dir eine Leihflasche, haben wir da, kannst du dein Getränk umfüllen, Glasflaschen bitte nicht im Studiobereich. Nein, Socken bitte ausziehen zum Trainieren. Weißt du, mit den Socken rutschst du schneller auf den Boden, als dir lieb ist. Nein, Schmuck muss abgenommen. Ja, auch Eheringe, doch ist es wichtig. Weißt du, du kannst dich hier quetschen und dann ist der Ring gar nicht so schnell ab, bis dir der Finger. Na ja, nein, na ja. Ja, tut mir leid. Ja, doch. Ach so, du hast keine richtigen Klamotten dabei.
dabei. Ist kein Problem. Wir haben hier eine kleine Auswahl in verschiedenen Größen an Leihklamotten, möglichst neutral gehalten, sodass du jetzt, weil wir dir die Klamotten noch zur Verfügung stellen, Tuch hast du auch nicht dabei zum Putzen, aber macht nichts. Kannst du gegen 1,50 hier kaufen? Ja, ist in Ordnung. Haargummi auch vergessen, habe ich auch da für dich, ist überhaupt gar kein Thema. Okay, also das ist nicht übertrieben, das kommt vor. Jeder, der bei mir in einer Stunde war, schon mehr in mehreren Stunden war, der kann das bestätigen. So, Cut. Trotzdem man sich jetzt also so darum bemüht, und die Stunde stattfinden lassen zu können, auch für die Person, die schnuppern möchte, ist die Person unzufrieden. Sie sieht es nicht ein, warum sie sich an Regeln halten muss, und sie findet es eigentlich schon einen unverschämten Übergriff der Trainerin, darauf hinzuweisen und sie wirklich zu nötigen, das zu machen, was sie für wichtig erachtet. Das geht überhaupt gar nicht. Und wenn dann die Ausführung noch dazu kommt, wo die Trainerin eben auch die ein oder andere Kritik liefert, dann sagt, nee, bitte achte auf die richtige Handhaltung, versuch die Schulter noch ein bisschen mehr Spannung, versuch die Schulter tiefer zu ziehen, wachse über dich hin, nicht so hektisch, lass dir erstmal Zeit. Ich muss mir so viel nicht sagen lassen. Ich muss mir das nicht sagen lassen. Die Personen gehen also unzufrieden raus, sie sind auch wütend. Und was tun sie? Sie schreiben eine negative Google-Bewertung. In dieser negativen Google-Bewertung werden sie sehr oft persönlich, stellen die Dinge überspitzt dar, nicht so, wie sie tatsächlich waren. Und oftmals wird auch einfach gelogen. Was bedeutet das, wenn die Person das macht? Naja, das, was sie eigentlich auch wahrscheinlich vorhatte, nämlich dem Unternehmen zu schaden. Das Google-Ranking geht runter, wenn nicht sofort als Ausgleich eine positive Bewertung kommt. Dann ist die negative Bewertung das Erste, was ein Neukunde sieht, wenn er nach neuesten Rezensionen guckt. Und um eine negative Bewertung ausbügeln zu können, brauche ich ca. 10 bis 20 5-Sterne-Bewertungen. Also das spricht schon mal für sich. Ja? Und es ist anzunehmen, dass die Person das damit auch wirklich bezwecken wollte. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, das erstmal nochmal dazu eine negative Bewertung abzugeben. Es kann nicht alles jedem schmecken. Und wenn man sagt, mir hat es nicht gefallen, weil, und dabei bei der Wahrheit bleibt, ist das auch eine vollkommen legitime Sache und zeigt auch ein objektives Bild. Was ihr tun könntet oder was du tun kannst, wenn du eine negative Bewertung loswerden willst. Wir stehen mit dem Unternehmennamen und auch mit dem Trainernamen, mit unserem Klarnamen da. Sei doch bitte so gut und verwende deinen Klarnamen und nicht irgendeinen Fantasienamen. Sei doch bitte so gut und sage, welche Dienstleistung du wann in Anspruch genommen hast, damit wir das nachvollziehen können. Bleib doch bitte bei der Wahrheit. Überlege dir bei jedem Satz, den du schreibst, ist es wirklich so gewesen? Und sei bitte so gut, stelle keine Expertisen an über die Psyche und die psychische Gesundheit der Trainer und Trainerinnen. Sei so gut und benenne deine Kritikpunkte klar, damit auch ich als Dienstleisterin etwas damit anfangen kann und etwas ändern kann daran. Sachen wie, es hätte mir beim Betreten des Studios schon klar sein müssen, dass das heute ganz mies wird. Damit kann weder ich was anfangen, noch ein Kunde, der diese Rezension liest. Bleib doch bitte auch hinsichtlich der Leihklamotten bei der Wahrheit. Nein, es ist nicht so, dass dir eine Geldstrafe aufgebrummt worden ist, weil du die falschen Klamotten dabei hattest. Vielmehr war es so, dass wir dir Leihklamotten gestellt haben, immer frisch gewaschen, und dafür eine Servicegebühr von 2 € verlangt haben. Das ist keine Geldstrafe. Ohne die richtigen Kleidung kannst du gar nicht an der Schnupperstunde teilnehmen. Sei doch bitte auch so fair und behaupte nicht, es würde dir das Trinken verboten werden. Nein, es ist dir verboten worden, die Glasflasche in den Trainingsbereich zu stellen, und wir haben dir eine Leihflasche angeboten. Zu behaupten, dass ich als Trainerin handgreiflich geworden bin, ist ebenfalls eine falsche Tatsachenbehauptung. Handgreiflich werde ich schon gleich dreimal nicht. Meistens ist es so, dass ich in den ersten Stunden versuche, mich möglichst zurückzuhalten, um nicht die Nähe zu über
strapazieren, weil es für viele Personen auch erstmal ein bisschen komisch ist. Ich gehe hin, ich sage, ich würde dir jetzt Hilfestellung geben, wenn es notwendig ist, darf ich das? Ich bitte um Erlaubnis. Und was passieren kann, ist, bevor jemand runterfällt, kann es sein, dass ich hinspringe. Das als Handgreiflichkeit darzustellen, ist schon ein starkes Stück. Warum willst du dem Unternehmen schaden? Es hat dir nicht gefallen. Okay, das ist in Ordnung. Du wirst nicht mehr wiederkommen. Okay, das ist in Ordnung. Du findest, dass das nicht was ist, was dir taugt und du kommst mit mir als Trainerin nicht zurecht. Okay, das ist in Ordnung. Aber wie würde denn eine Bewertung ausschauen, die fair wäre? Mein Name ist, da verwendest du dann deinen Klarnamen. Ich habe am so und so vielten August, September, Januar bei Crazy Sports Augsburg eine Schnupperstunde gebucht. Die Bestätigungsmail, die ich bekommen habe, habe ich nicht gelesen. Ich habe mich an die Bitten bezüglich der richtigen Kleidung nicht gehalten und hatte unpassende Kleidung dabei. Mein Getränk hatte ich in einer Glasflasche dabei, weil, wie gesagt, ich die Hinweise nicht gelesen habe. Ich war mir nicht bewusst, dass der Sport anstrengend ist. Die Hinweise, die die Trainerin mir gegeben hatte, empfand ich grundsätzlich als übergriffig und ich glaube nicht, dass sie weiß, was sie tut. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass ich sehr wohl weiß, was ich tue und dass ich mir auch beim Ausprobieren einer neuen Sportart nichts sagen lassen muss. Grundsätzlich mag ich es nicht, wenn ich kritisiert werde, weil ich der Meinung bin, dass Kritik nicht notwendig und nie angebracht ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass sich die Trainerin Kritik sparen muss. Die Trainerin hat tatsächlich auf die richtige Kleidung bestanden und weil ich diese nicht dabei hatte, wurden mir Leihklamotten gestellt. Für diesen Service musste ich 2 Euro zahlen. Dennoch finde ich es grundsätzlich nicht gut, wenn ich für Zusatzservice Geld zahlen muss. Ich mochte die Trainerin von Anfang an nicht und habe mir sofort ein Urteil über sie gebildet, da ich Kritik, wie oben erwähnt, generell als unangebracht empfinde und mich nicht gerne an Regeln halte, weil ich selbst entscheiden will, wie und wann und was ich tue, habe ich mich in der Stunde, in der die Regeln befolgt werden müssen und in der ich nicht nur Lob bekommen habe, sondern auch Verbesserungsmöglichkeiten, sehr unwohl gefühlt. Das wäre dann eine echte und faire Bewertung. Alles, was dir nicht geschmeckt hat, wäre in dieser Bewertung drin, nur eben nicht einseitig. Man könnte auch diesen Vergleich anführen. Ich möchte schwimmen lernen, aber ich mag weder Wasser, noch will ich Schwimmbekleidung tragen und meine Arme und Beine möchte ich auch nicht bewegen. Und wenn ich dann das Schwimmen nicht erlernen kann, so ist es die Schuld des Trainers oder der Trainerin und meine mangelnden Erfolgserlebnisse sind ihrer oder seiner Inkompetenz und Unfreundlichkeit zuzurechnen. Ernsthaft? Wenn du das machen möchtest, so tue es mit einem Funken Anstand und Verantwortungsbewusstsein und bleib bitte bei der Wahrheit. Danke.